Hey Kinders und herzlich willkommen zu den Deckschauen bei dem Game Il Bowser gegen Jack. Und wir sind hier bei Il Bowsers ersten Division, der 126. El Gorostrelowski Strelkoffi Kobus. Einzel gegen Ausstellung 120, 170, 80 Punkte und wir gehen rein im Weekend Tab. Gorno Snapperi hat ein Snappergewehr da, ist schnell an der Front mit 100 km/h und ja. Einzelne Ziele werden sehr akkurat ausgeschaltet, aber ansonsten wird man ihn eher bedeckt halten. Dann in Phase A kommt auch nochmal ein ganzer Spättrupp hinzu. Ein interessanter Spättrupp, nämlich mit 10 Maschinenpistolen und Molotow-Cocktail, also auch gut für den Nahkampf geeignet. Sniper, die daherkommen. So, im Infanterietab kamen mir die DP Cooper, haben zwei DP 28 dabei, deswegen der Name, und zwei Mosin-Nagant ganz. Ist ein kleiner Schützentrupp, aber amphibisch und auch auf der Straße recht schnell. Also, die wollen an Schlüsselpositionen, kosten nur 15 Punkte, also ganz okay. Auch nur 15 Punkte, Punkto Gorno Saperi mit TNT und Maschinenpistolen 6 bei der Hand. Für 15 Punkte können die wahrscheinlich auch relativ viel Schaden anrichten. Dann 20 Punkte kostet die Gorno Strelki DP Kommandoschützentrupp mit 3 DP 28, also ordentlich Feuerpower da bei der Hand. 2 SVT 40 und einer PPS 43, die da jetzt nicht mehr so erwähnenswert ist. Hat den Sondereinsatzkräfte-Tab, also kann ordentlich gut durchhalten. In Phase A auch noch weiterhin, immer noch auf Stufe 1. Die Gorno Strelki Kommandoschützentruppe 6 PPS H41, also gute Feuerkraft auf 100 Meter, 4 SVT 40 und ein DT als leichtes Maschinengewehr. Und RPG 43 Granaten auch dabei. Nicht die besten, aber wollen wir ja mal trotzdem erwähnen. Sondereinsatzkräfte Status auch noch mit dabei. Also rundum sorglos glücklich Paket für 25 Punkte nur. So, wir wollen natürlich die Einheiten auch gebufft wissen. Damit man auch überall hinkommt. Trotz Fluss ist das auch ein amphibischer Transporter. 3 Thompson hat dabei und auch eine Smoke, um sich selbst abzudecken. Die Morsk Komrotti. Zuletzt noch in Phase A vertreten Mosk Pekota mit DP, hat MP40 dabei, 9 Mosin-Nagant, PTRD und 2 DP28. Ja, großer Trupp, 13 Mann im Grunde und sind wir mal gespannt, wie er die noch einsetzen kann. In Phase B kommt nochmal Gorno Saperi daher. Das sind wie in Phase A schon vorhanden gute Nahkämpfer, die mit ihrem TNT ordentlich Schaden verursachen können. Sind wir, wie gesagt, sehr gespannt. Ist halt nur ein kleiner Trupp, auch muss man immer aufpassen auf die Männer. So, dann die Gorno Strelki haben wir im Grunde auch schon abgehakt. Sind einfach mit doppelter Anzahl wieder vorhanden. Nochmal mehr Truppführer, auch in doppelter Anzahl einfach vorhanden. Und Gorno Strelki auf 10 nochmal mit 32 Mann. Ja, da will man natürlich dann nochmal ein wenig reinhauen, ne? Panzer, ein BT-7, 75mm Durchschlagskraft und 25mm Panzerung. Jo, für Kettenfahrzeuge absolut tödlich, hat nur 1250 Meter Reichweite, also für jeden mittleren Panzer ist er ein gefundenes Fressen, aber 25 Punkte nur, ist im Grunde wie ein Infanterist von der Punkteverteilung her. Ist ganz okay und 85 km/h kann man auch nicht verachten. Also will man nicht meckern. 40 Punkte schlägt dafür der M3S rein. Durchschlagskraft 70mm, 60mm Panzerung. Will man jetzt nicht unbedingt viel sagen. 80mm seine zweite Kanone, seine größere Kanone. Hat halt zwei Kanonen und eine MG. Zwei MGs sogar. Viel Feuerpower, man muss halt gucken, wie gut das umgesetzt wird dann im Fight. Die kommt in Phase B daher und Phase C kommt mit KV85.
sehr, sehr ordentlicher Panzer und im Grunde die Vorgänger vom S, soweit ich das noch in Erinnerung habe. 145 mm Durchschlagskraft und 125 mm Frontpanzerung ist beides ordentlich, hat aber nur eine 1750 Meter Reichweite. Unterstützungstab wird nicht angeführt von einem Flammenwerfer, sondern von einem Mörser. Mörser im Infanterietrupp, richtig. So, hat auch Rauch, also Nebelbomben dabei, falls er mal unter Feuer gerät, er ist Sondereinsatzkräfte. Reichweite ist minimalst, 800 Meter ist im Grunde nichts. Ja, 800 Meter ist im Grunde nichts. Also er muss sie echt gut managen, 5 Stück hat er bei der Hand, kosten aber dafür auch nur 20 Punkte. Ja. Amphibisch ist er auch noch, also kann er im Grunde fast überall hin. So, MGs wollen wir natürlich immer im Start haben. Da haben wir hier zwei, also auf Stufe 2, 4 Stück Maxims. Dann einen Kommandanten, wünscht sich immer jeder. Da haben wir den M2 Combat. Brauchen wir nicht weiter erwähnen. Infanterie lässt sich leichter verstecken, aber trotzdem ist er auch gut. Dann auf Phase B kommen nochmal 12 auf Stufe, also 12 Maxim auf Stufe 1 daher. Und ein Studebaker zum Supporten. Wir werden gleich mal einen Artillerie-Tab sehen, was da auf uns zukommt. Panzerabwehr, PTRS mit einem schnellen Fahrzeug. Wir haben ja 100 km/h hier drauf. 10 Punkte, will nach vorne, will snipen, will einen gegnerischen Transporter abschießen und ist damit seine Punkte schon vollkommen wieder wert. M42 auf 1250 Meter mit 100 mm Durchschlagskraft, natürlich nicht das allerbeste. Problem 2 ist, hat nur noch 75 mm auf 1250 Meter, wenn die 4 APCR Geschosse raus sind. Ne? Dann immer noch in Phase 1 eine ZIS, also CIS 2, 57 mm, ordentliche Abwehrkanone, Durchschlagskraft 185 mm bei 1750 Meter Reichweite oder nur die APR-Geschosse 120 mm auf den 1750 Meter, aber trotzdem ordentliche Panzerabwehr. Und das gleiche haben wir nochmal 6-mal auf der Phase B vertreten. Flugabwehr, eine Zen Art 37 auf A, nicht so das allerbeste, aber man sieht hier auch schon, so groß ist der Tab sowieso nicht vergeben. Die GAZ-AAA möchte man gar nicht eigentlich haben. Die ist einfach nichts Besonderes, die will man nicht haben. Auf Phase B hat man noch zwei 94M ZIS-12. Ist immer noch nicht die beste Luftabwehr. Immerhin ist sie ein bisschen mobiler, aber ja, man muss halt gucken, wie man sich in der Luft wehrt. Ich hoffe, wir werden da ein paar Flugzeuge sehen. So, eine 52P356, 76,2 mm kommt daher in Phase A, dreimal vergeben und ja, hat 4 Heat-Geschosse, ansonsten HE-Geschosse und Rauch ist auch noch mit dabei. Also ein Wunsch, rundum Sorglos-Paket. Ein Artilleriebeobachter, richtig, Off-Map-Artillerie, also dreimal möglich für ihn in Phase A schon. Kostet natürlich 140 Punkte, ist ordentlich, muss dementsprechend natürlich auch oder sollte seine 3 Off-Map-Artillerie auch einsetzen, damit er seine Punkte auch wert ist. In B kommen nochmal 6 weitere der Haubitze da hinzu, die wir schon hatten, und kommen wir direkt zu den Flugzeugen. Ja, Flugzeuge P40N, gut vertreten, 6-mal ein Browning in den Flügeln. Versteckt ist ein Jäger, Beweglichkeit ist zwar gut, Geschwindigkeit ist nicht so gut, 540 km/h ist halt nicht das Nonplusultra, aber wird trotzdem wahrscheinlich ordentlich Schaden verursachen können, wenn sie mal hinter ein Flugzeug kommen. In Phase A wollen wir noch ein paar Bomber haben gegen Infanterie, also kommen zweimal die A-20C Boston daher mit 800 Kilogramm HE-Bomben. Die heizen den Infanteristen ordentlich ein. Auch noch in Phase A, auch gegen Infanterie, nochmal zwei P40N, aber diesmal mit einer 250 Kilogramm HE-Bombe und zwei 100 Kilogramm HE-Bomben. Danach kann man ihn auch als Jäger benutzen, und aber immer noch nicht die Wahl der Wahl.
In Phase B kommen nochmal zwei weitere A20C-Posten aufgestockt, das heißt 4 insgesamt. Macht 6, wenn er alle behält, in Abphase B. Ja, brauchen wir nicht viel sagen. Seine 800 Kilogramm Bomben halt. Und auch in Phase B, um in der Lufthoheit verstärkt zu sein. Schickes Design, muss man einfach sagen. Jagd-3, Jagdflugzeug. 625 km/h, Beweglichkeit gut. Dieses Biest will den Luft oder will die Lufthoheit erobern. Und das kann sie auch. Kostet 220 Punkte, aber sie ist halt echt gut. Gut, dann freuen wir uns natürlich auf den Kampf.